das Volle und das Leere. Diejenigen, die ein zu viel an Lust erfahren haben, an Organlust in der Kindheit, in der Zwangsneurose, töten dieses Empfinden des Körpers ab und verlegen die Lust in die oberen Acheronta. Sie produzieren aristotelische Denklust und damit entsteht eine ganz andere Welt, als wenn sie zu den Hohlraumweltgefäßgeschöpfen gehören, welche ob ihrer inneren Hohlamphoren diese immer zu athletisieren und beobachten und empfinden und erspüren müssen. Denn witzigerweise kommt, außer bei der Hysterie, die das analog wie die Zwangsneurose verwirft und verdrängt, kommt aus dieser paradoxen Lehre die Vorstellung einer vollen und ganzen Welt zustande, einer sinnvollen, schönen, meravigliösen Welt, denn die Organlust, all diese Blasen, all diese Vesikule, so wie in Venedig passte, in der Schweinsblase zubereitet werden, all diese Hohlorgane erzeugen, wie in einer wunderbaren Brotvermehrung aus dem Nichts nach genügend Athletisierung dieses Füllhorn des vollen Genusses aus sich selber, das keines Denkens benötigt, um sich zu rechtfertigen, um den Sein, Lust, Bedeutung, Genießen und Schönheit und Fülle zu geben. Das Füllhorn der Tüche also, das durch den Krugrand die innere Leere erfüllt, erzeugt aus dieser Leere eine vollständig sich immer wieder ganz machende, bedeutungsvolle Welt, welche erhaltenswert ist und dann auch durch die wundersame Regenerationsfähigkeit der unteren Eucharonta auch im Weltneuschöpfungsakt immer wieder bewiesen wird, dass das so regenerationsfähig nach wie vor bleibt und immer wieder schön, frisch, gut, ganz Neues erschöpft, wie das jeder Polyp und jede Qualle seit Anfang der Zeit durch Absprießungen vermochte. Aus diesen doppelten Membranen mit dem inneren Hohlraum entsteht also das Ganze einer vollständig zu machenden Welt. Und diese ist dann gut, ganz schön und erneuerungswürdig. Während paradoxerweise umgekehrt den Hirnis, denen keine Leere, sondern eine Fülle, ein zu volles, ein überfülltes Organ genießen, dann eine Welt erschafft, die im Gegenteil nichtig, unwert, mit Vanitas und ennuierendem Wiederkehr, Wiederholungszwang des Immergleichen wahrgenommen wird, einer gräulich grauen, verdammenswerten, verabscheuungswürdigen Welt. Da ja das Denken selbst in seiner Spiegelreflexivität keine Begründung aus sich selbst heraus, als Lust aus sich selbst heraus, die keines Denkens benötigen würde, sondern der ständigen Mühewaltung schöpfen kann. Sie kennen also die Organlust aus der Leere nicht, aus dem Wunder, aus der Leere des Schöpfens, des eigenen Genießens, indem man nur genau genug Genießensanspannung geübt hätte, indem man die Kacke
die Soße, all diese Exkremente und Exsudate und Ausscheidungen viel zu schnell abführt, gar nicht gelernt hat, sie anzuhalten, um daraus Sehnsuchtsspannung und Energiehochspannung und das ganze Theater des Ringelreihens, der Werbungsspielereien zu erüben, sondern das allzu schnell im ejakulatorischen Denkakt abführt, im kontinuierlichen Wahrnehmen einer Welt, die in dem Moment verschwindet, wo ich meinen Blick auf sie richte, die das Denken zu dem macht, das aus dem realen Realität produziert, indem es im Zerlegen, im Ausreißen der Beine des Maikäfers verschwindet, weil ich in dem Moment, wo ich denke, nicht mehr bin und wo ich bin, nicht denke, wo das Denken als anatomisch sektionierendes Messer die Realität zerschneidet durch die Anatomie der Worte und dann zu einer unwirklichen, nichtswürdigen, irrealen Welt zerlegt. Das ist das also das genaue Gegenteil dessen, was entsteht, wenn aus dem Leeren das Volle wird. So wird hier aus der Vollständigkeit des Festhaltens, des Geistes Zugriff, das Leere, das Erbärmliche, das Tödliche, das sich Entziehende, das Verratende, das Entschwindende, nämlich die Abwesenheit und Nichtbehaltbarkeit einer Welt. Und umgekehrt ist das Loslassen, das Nichtfesthalten, das Bewegen, jenes Zauberwunder des Verrates, das immer wieder das Neue regeneriert, erneuert und damit die Welt dieser Metonym-Metaphern Himmel, Höllen zu Himmel, Wiederauffahrtswesen erneuert. Das sind die zwei Grundstrukturen, die aus dem Vollen und Leeren, aus dem Vielen und Einen könnten wir jetzt auch noch ausführen, macht und aus dem Einen das Nichtswürdige und aus dem Vielgefälteten das wieder Unifizierbare oder Unifikierbare, beziehungsweise, ja, mal Pause.